Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim neuen Vlog. Ich war heute, wie ihr unschwer erkennen könnt, mal wieder Wimpern machen. Ich finde es eigentlich viel zu heftig. Aber ich konnte ja nichts, ich wusste ja nicht, wie es aussehen wird, als ich da lag. Ich habe übrigens gepennt. Oh Gott, voll peinlich. Ich glaube, ich habe runtergeschnarcht. Sie fragte dann auch am Ende, na, hast du gut geschlafen? Oh Gott, voll peinlich. Aber wenn die Nächte richtig scheiße sind, das war richtig Luxus heute für mich. Das war so richtig Luxus. Ja, wie gesagt, die sind ein bisschen heftig geworden. Aber das wird ja mit der Zeit auch ein bisschen weniger. Und meine Nägel bin ich auch jetzt nicht, weiß ich nicht. Aber ich wollte sowieso überlackieren, von daher finde ich es in Ordnung. Die Länge ist auf jeden Fall super. Damit bin ich sehr zufrieden. Und ich lackiere das dann morgen über, hatte ich sowieso vor. Deswegen habe ich gesagt, natürlich, bitte. Ja, also irgendwie war das diesmal nicht so der Bombenbesuch. Aber ich konnte richtig schön entspannen. Und dann waren wir noch kurz einkaufen, also in Bremen in der Waterfront. Das war nicht die beste Entscheidung, es war nämlich proppenvoll. Und jetzt herzlich willkommen zum Tecklenburg-Vlog. Kira ist da. Ja, da sitzt er. Weil eigentlich wären wir heute in Tecklenburg. Aber es wurde hier fast das gleiche. Es ist fast das gleiche hier. Ja, es wurde jetzt alles verlegt und wir hätten Sister Egg geguckt, weswegen wir jetzt gesagt haben, alles klar, dann treffen wir uns hier, wir bestellen Pizza, es gibt gleich ein alkoholfreies Radler und dann gucken wir, wenn das Baby im Bett ist, Sister Act, also den Film. Dass wir das wenigstens irgendwie so ein bisschen auskosten. Aber ich habe auch dann so überlegt, eigentlich ist es echt nicht schlecht, zum einen ist das Wetter ziemlich furchtbar und zum anderen, wir hätten dort übernachtet, korrekt, aber das wäre nicht geklappt mit ihm. Nee. Der braucht nicht nachts noch so viel. Also Okay, dies Jahr. wir stehen ja derzeit irgendwie spätestens nach 2 Stunden. Das, mein Mann wäre durchgedreht. Und das Kind auch. Ich glaube, mein Herz hätte das gar nicht verkraftet. Von daher ist Traust du es. nichts zu, oder? Was? Traust du mir nichts zu, Doch, oder? ich traue dir das schon zu, aber der hätte sich ja wahrscheinlich die Seele aus dem Leib gebrüllt. Wenn der keine Brust bekommt. Und du kannst ihm schlecht Nein. deine geben. Ja, also von daher ist es echt nicht, ich habe das unterschätzt. Ich habe das einfach maßlos unterschätzt. Wäre nicht gegangen. Danke, Corona. Danke, Corona, richtig. Vielen, vielen Dank. So machen wir uns hier einen netten Abend und dann gucken wir nächstes Jahr das Musical. Da haben wir auch schon alles in die Wege geleitet. Ich hab die Tickets auch schon bekommen. Die sind. Achso, muss ich mir einfach überweisen, das kleine. Nein. Hatte ich das schon gemacht? Ja, das ist doch schon. Das ist ja. Die haben einfach nur getauscht. Ach, stimmt. Hätte ich mal ja gesagt, ja. Die haben sie umgebucht und dann. Die sind aber jetzt nicht mehr so schön, die haben keine Fan-Tickets mehr. Das ist nur so ein weißes Ticket. Ja, und Jugendherberg ist auch gebucht. Also bis dahin musst du nachts abgestellt sein, mein Freund. Ein Jahr Zeit strengt er. Mal gucken. Ja. Das wollte ich jetzt noch erwähnen. Und jetzt essen wir gleich. Ihr fahrt noch unsere Pizza und das wird gut. So, genau, ganz stilig gibt es natürlich auch heute Sekt, Plastikbecher. Ja, eigentlich für das Baby gekauft, aber jetzt noch ein bisschen für Sekt. Sehr schön. Freunde, oh, ein bisschen alleine. Wie sehe ich aus? Oh Gott, ich fühle mich so furchtbar. Ich fühle mich so furchtbar. Habe ich gesagt gestern? Wahrscheinlich nicht, weil ich mich ja erst gemeldet habe, als Kira da war. Ne? Da habe ich das, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe am Freitagabend im Bett schon Ohrenschmerzen bekommen. Ich habe mir dann schon eine Ibuprofen reingeknallt, weil ich nicht wusste, wie ich sonst schlafen soll, weil die waren doch schon relativ stark, die Ohrenschmerzen. Gestern wurde es schlimmer. Ich habe gestern 3 Ibuprofen geschluckt. Also, sobald die dann anfingen zu wirken, ging es immer. Aber ich brauchte trotzdem, ich brauchte 3 Ibus. Und heute sind diese Ohrenschmerzen auf seinem Höhepunkt. Es ist. Das ist so, so schmerzhaft. Also, es sammelt sich jetzt auch Flüssigkeit. Ich tippe drauf, dass es eine ordentliche Mittelohrentzündung ist, tatsächlich. Ich habe noch dieses Otovan. Nee, Otovoven, genau, steht da hinten, muss ich gerne nochmal eben nehmen. Das habe ich noch aus der Schwangerschaft. Da, als ich so erkältet war, hatte ich auch so Ohrenschmerzen. Da hat mir der Apotheker das gegeben. Ich weiß aber nicht mehr die Dosierung aus der Schwangerschaft. Die hätte ich halt jetzt auch angewendet.
in der Stillzeit. Ich mache jetzt irgendwie so eine Mischung aus Erwachsenendosis und Kinderdosis und mal mehr, mal weniger, mal lasse ich ein bisschen mehr Zeit dazwischen, mal nicht. Aber ich nehme es öfters als dreimal am Tag. Also ich nehme das bestimmt so alle zwei. Also ich glaube 10 Tropfen nehme ich, ungefähr 10 Tropfen alle 2 bis 3 Stunden, manchmal auch 1 bis 2 Stunden, je nachdem wie schmerzhaft das gerade ist. Und das ist halt sehr relativ hohe Alkoholgehalte, deswegen mag ich davon nicht so viel nehmen. Auf die Tropfenmenge ist das natürlich jetzt nicht wirklich schädlich, aber trotzdem, wenn ich dann zu viel nehme, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie traue ich mich nicht so ran, keine Ahnung. Jetzt habe ich halt Zwiebelsäckchen. Ja, das ist schon der zweite Zwiebelsack, den ich heute drauf habe. Eine Ibu habe ich schon genommen, ich nehme später nochmal eine, die wirkt halt gerade relativ gut, deswegen mal gucken, wie lange. Ach, jetzt ist mein Akku auch noch gleich leer, ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ich werde morgen zum Arzt gehen. Ich hoffe, ich überstehe über den Tag. Ich möchte ungern ins Krankenhaus, deswegen. Es ist aber halt richtig, richtig schmerzhaft, wirklich, das ist richtig furchtbar. Ohrenschmerzen sind, finde ich, somit das Schlimmste, was man haben kann. Ja, also ich hoffe, ich halte irgendwie den Tag durch, dass ich morgen direkt dann zum Arzt kann und heute nicht ins Krankenhaus fahren muss. Und ich weiß auch nicht, wie das hier... Ich nehme mich jetzt ein bisschen zurück. Ich versuche viel zu entspannen, auch viel zu schlafen, so gut es halt irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Mittwoch ein Vlog kommen wird oder so. Ich versuche jetzt nochmal eben das Video zu beschriften, was heute online geht. Das ist immerhin schon mal hochgeladen und ich habe es ja extra, ne, angekündigt. So, erster Sonntag im neuen Monat gibt es einen Baby-Talk und naja. Den möchte ich wenigstens nochmal eben online setzen. Das mache ich und dann gucke ich, inwieweit ich das irgendwie videotechnisch hinkriege. Ich drehe heute auch kein Video. Das heißt, ich weiß keine Ahnung, was nächsten Sonntag für ein Video kommen wird. Vielleicht habe ich, wenn ich Glück habe, noch irgendwas auf der Festplatte, aber ich drehe dafür jetzt nichts. Ich muss einfach gucken. Es gibt mir Scheiße. Es gibt mir richtig Scheiße. Oh, Freunde. Ich weiß nicht, wann habe ich mich gemeldet? Sonntag? Ich glaube, gestern habe ich mich nicht gemeldet, ne? Mir geht's furchtbar. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, was mir hier für ein Tampon aus dem Ohr kommt. Ja, ich war gestern beim Arzt. Weil es echt nicht mehr ging. Ich habe solche Schmerzen. Habe auch gerade ein bisschen gedöst, deswegen sind meine Augen auch noch so extrem gerötet, weil eigentlich hätte ich noch weiter schlafen können, aber der Herr. Ja. Gott, ich sehe auch echt scheiße aus. Ja, ich war gestern beim Arzt, als ich konnte nicht mehr. Es waren so heftige Schmerzen. Ja, die guckte und sagte so, sieht scheiße aus. Ich war ja nur bei meiner Hausärztin, weil die hier direkt um die Ecke ist. Das war halt einfach sehr viel praktischer und ich hatte die Hoffnung, dass ja, die das halt irgendwie auch in den Griff kriegt. Und sie guckte und sagte gleich so, nee, der muss ich zum HNO schicken. Sie hatte den Verdacht darauf, dass ich ein Loch im Trommelfell habe, verursacht durch einen Insekt. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir Horrorvorstellungen da sich in meinem Kopf zusammengebraucht haben, ja. Der Klassiker. Spinne krabbelt rein und legt ihre Eier ab und so ein Scheiß. Oh Gott, was. Oh, heftig. Das Auge ist extrem gerötet, ne? Ja. Und sie hatte halt gesagt, sie gibt mir eine Überweisung für den HNO und das sollte ich bitte so schnell wie möglich machen. Sollte ich da keinen erreichen, soll ich einfach dorthin fahren. Sie müssen mich behandeln, das sollte am Tag noch gemacht werden. Gut. Ich nach Hause, es war natürlich so eine Uhrzeit, wo alle HNO-Ärzte schon zu hatten, also wegen Mittagspause und so. Da habe ich mich nochmal mit ihm hingelegt und dann bin ich danach los. War proppevoll. Ich musste draußen vor der Tür warten. Weil sie aufgrund von Corona halt das Wartezimmer nicht vorbesetzt haben. Was wartet denn da? Ja. Und man hat angefangen zu pissen. Und es zog, es war kalt, es war furchtbar. Irgendwann durfte ich dann rein, dann ging es auch relativ zügig. Ein super, super netter Arzt. Und er schaute und hat erstmal eine ganze Flüssigkeit da rausgeholt. Ey, das war eine Erleichterung, sorry. Aber Schmerzen natürlich trotzdem des Todes.
Trommelfell intakt, Gott sei Dank, und er hat auch keinen Sekt gefunden. Das ist einfach eine fette Entzündung gewesen, wie auch immer die zustande kam. Ich benutze eigentlich gar keine Wattestäbchen. Das heißt eigentlich, ich benutze keine Wattestäbchen. Allerdings habe ich es mal benutzt. Und zwar, keine Ahnung, ich benutze erst seit 3 Monaten oder so keine mehr. Ich wusste auch schon vorher, dass es scheiße ist. Ich weiß es schon seit Jahren, dass es scheiße ist. Und ich habe es trotzdem immer gemacht. Ja, und dann irgendwie sind sie mir ausgegangen und dann habe ich halt keine mehr nachgekauft. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich trotzdem noch durch von den 3 Monaten kommen kann. Ich habe keine Ahnung, von vor 3 Monaten. Naja, ich werde auf jeden Fall nie wieder welche benutzen, weil es ist so schmerzhaft. Also falls es wirklich daran lag, es ist so, so schmerzhaft. Ja, jetzt habe ich da halt so einen Tampon drin. Nein, einfach nur so einen Faden in Medikament getränkt. Den kann ich heute Abend rausnehmen und dann kann ich mit Ohrentropfen weiter behandeln. Das ist ein lokales Antibiotikum. Funktioniert auch alles mit dem Stillen. Ja. Aber es sind trotzdem einfach solche Schmerzen noch immer. Ich bin die Nacht aufgewacht und musste mir eine Schmerztablette einwerfen, weil es nicht mehr ging. Heute habe ich noch keine genommen, aber ich glaube, das werde ich gleich tun. Oh Gott. Ist das Auge denn so rot? Kommt das echt noch durch die Wimpern? Das war ja diesmal echt extrem und ich werde das auch nicht nochmal machen. Also zumindest nicht so viel. Ich hatte gedacht, sie macht das sowieso sonst auch immer. Nein, sie hat was Neues ausprobiert, um mich zu fragen. Geil. Ich glaube zumindest, dass sie was Neues ausprobiert hat, aber ich habe es ja sonst nie so extrem gehabt. Also auch so extreme Wimpern. Nicht, dass es... Ne, mit dem geröteten, sondern auch, dass die Wimpern habe ich ja sonst eigentlich nie so voll. Ja, weiß ich nicht, ob es das noch tatsächlich daher kommt. Eigentlich glaube ich es fast nicht, weil ich merke jetzt so beim Zusammenhang auf dem Seite, ich merke noch was. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, so ein Scheiß. Ich fühle mich einfach so scheiße. Oh, bin auch froh, wenn da ein bisschen was ausfällt, aber ich will es mir nicht ausrupfen, weil das tut weh. Warten, bis es abfällt. Werde ich ihr das nächste Mal auf jeden Fall sagen, dass ich weniger möchte. Dass mir das zu viel ist. Ich weiß nicht, ob ich ganz drauf verzichten kann. Weil es ist doch irgendwie schön. Und so viel einfacher, aber... Weniger das nächste Mal definitiv. Ja, und ich habe so Ohrenschmerzen, Leute. Ich habe so Ohrenschmerzen. Ja, und dann kommt eine Zeile hinzu, die einfach so extrem abbaut, beziehungsweise der Tumor einfach so rasant wächst. Der wächst so extrem, der wächst täglich. Und auch das Bein wird jeden Tag dicker. Also nicht nur der Tumor an sich, sondern auch irgendwie das Bein, die Pfote ist da. Ist das alles irgendwie einheitsfrei bei ihr. Ja, da sind wir jetzt im Überlegen, wann wir sie erlösen, ob wir das tatsächlich schon morgen machen. Aber irgendwie schaffen wir es nicht. Wir kriegen es noch nicht hin. Am liebsten wäre uns eigentlich gewesen, wir machen das Freitag. Aber wir sind Donnerstag den ganzen Tag nicht da. Dann wollen wir sie irgendwie auch Freitag dann nicht. Wenn sie Donnerstag den ganzen Tag hier alleine ist. Ach, wir wissen es einfach nicht. Oder ob wir nochmal gucken und es dann am Montag machen oder so. Also allerspätestens nächste Woche werden wir sie wohl ziehen lassen. Also sie frisst halt noch, ne? So ist es mir nicht. Sie ist immer noch... Ja. Sie ist noch anwesend. So. Und aktiv, also aktiv, was halt für sie möglich ist, aktiv zu sein. Sie frisst. Flitzt die Treppen hoch. Dreibeinig halt. Ich glaube, das habe ich gestern schon erzählt. Vorgestern? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Sonst hat sie ja drauf, ne? Dreibeinig jetzt hoch und runter zu flitzen. Aber sonst, so die geraden Strecken, ist das ein Graus, ihr zuzusehen. Ja, aber sonst ist sie halt irgendwie noch so fit. Ja, vom Kopf her. Ich weiß es nicht. Ja, wir zwei, was machen wir jetzt? Ich nehme jetzt eine Schmerztablette, ich kann nicht mehr. Ja, muss mich auch mal wieder melden. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getan habe. Das ist schon ewig her. Aber auf jeden Fall nicht nach Donnerstag.
beziehungsweise nach Mittwoch, weil Donnerstag habe ich mich nicht gemeldet. Da hatte meine Nichte Geburtstag, die ist 16 Jahre alt geworden. Muss die Zeit hin. Ja. Was? 33. Bin ich schon 33? Ja, ne? Ja. Säge ausgemacht? Was? Hast du Säge ausgemacht? Särge? Verzeih. Ja, ich weiß noch, als ich den Kinderwagen durch die Gegend geschoben habe. Über Kopfsteinpflaster, weil es anders nicht ging. Weil er sonst gebrüllt hat wie im Spieß. Was mache ich hier? Ja, da gab es dann Geld für den Führerschein, ne? Gestern hat sie eine fette Party geschmissen. Da war ich aber nicht dabei. Weil ich bin ja alt, ich bin ja nicht mehr hip. Bin ja nicht mehr hip. Nee, ich war gestern bei einer Massage, weil ich so alt bin. Oh, ja, gestern war ich bei einer Massage und das war so, so gut. Es war, oh. Das war richtig gut. Rücken, Arme, Beine. Oh, ich hätte doch gesagt, ich habe hier einen ordentlichen Knoten gehabt im Rücken. War richtig, richtig, richtig angenehm. War auch schön, sie wiederzusehen. Ich war das letzte Mal in der Schwangerschaft da. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so überbelichtet bin. Aber ich beende das Video jetzt eh. Ich wollte mich nur noch mal eben schnell melden. Messiah war halt übrigens noch unter uns. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das Wochenende jetzt, dass sie dann noch bei uns bleibt. Wenn jetzt kein Notfall passiert, ne? Mal gucken, wie es nächste Woche so läuft. Ja, aber das waren so meine Highlights. 16. Geburtstag meiner Nichte, wo es dann leckeren veganen Kuchen gab. So, so gut. Erdbeerkuchen und Käsekuchen und ich weiß nicht, Pfannkuchenkuchen. Keine Ahnung. Der war aber gut. Hast du den probiert? Ich fand den gut. Ja, da weiß ich aber tatsächlich nicht, ob der vegan war. Haben sie behauptet. Haben sie behauptet, ne? Der wurde nämlich gebacken von jemandem anderen. Die haben die dann vorbeigebracht. Ja, war aber sehr, sehr lecker alles. Und ja, und gestern natürlich Massage. Das war, ich war absolut im Himmel. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Massage hattet. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste dann irgendwann mal. Wenn du 15 Kilo wiegst vielleicht. Ja, musst ein bisschen essen. Also, dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr mir einen Daumen gebt nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss.